Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich sitze wieder hier. Mein Handy vibriert wie immer. Den ganzen Tag. Nein, ich sitze wieder hier, denn ich habe ein neues Unboxing für euch. Ja, die neue Box ist gekommen. Und welche Box wird es wohl sein? Die U-Trimy Box habe ich ja schon abgedreht. Den Rest der Boxen habt ihr ja schon gesehen. Das heißt, es kommt die Goodie Box. Die Goodie Box ist gekommen. Und ich habe schon mitbekommen, dass es unterschiedliche Boxen gibt, dass dieses Mal sozusagen all die Boxen abgecycelt wurden und rausgeschickt wurden, damit die natürlich nicht weggeworfen werden müssen, was ich mega cool finde. Ich bin gespannt, was ich für eine Box drin habe. Und was auch noch der Fall ist, ich habe eine E-Mail bekommen und zwar steht da drin, we got you a little something. Happy Moments sind zum Teilen da. Und genau deshalb haben wir dir auch eine Überraschung in deiner nächsten Goodie Box versteckt. Vorfreude. Hashtag stay tuned. Finde ich natürlich toll. Werden wahrscheinlich auch vorherige Produkte sein, wo sie eben noch viele da gehabt haben. Die werden sie jetzt in die Box mit reingepackt haben und das finde ich cool. Das finde ich echt cool, dass sie da keinen Sale veranstalten, sondern das einfach in die Box mit reinpacken als Goodie. Finde ich mega. Bin ich gespannt, was da drin ist und den werden wir jetzt öffnen. Bevor wir aber beginnen mit dem Öffnen, unten steht auf jeden Fall der Link, falls jemand mal die Goodie Box austesten will. Da ist ein 50% Rabattcode. Ich bekomme da Goodie Points dafür. Das sind, glaube ich, 250 pro Abo, abgeschlossenes Abo. Genau, und damit finanziere ich sozusagen die Boxen, die ich an euch verlose. Eine habe ich ja schon verlost, die geht jetzt an die liebe Sarah. Genau, ich glaube an die SG Sarah. Wenn ich mich nicht alles täusche, die habe ich jetzt bestellt. Die hat sich ihre ausgesucht. Also ich mache das tatsächlich so, dass ich denjenigen die Box aussuchen lasse. Sie hat gesagt, die letzten haben mir nicht gefallen, deswegen hat sie da noch keine genommen. Aber die von diesem Monat findet sie mega und deswegen hat sie gesagt, sie will sie gern haben. Ist schon bestellt, die müsste jetzt dann hoffentlich irgendwann kommen, damit ich sie der lieben Sarah auch schicken kann. Genau, deswegen, wenn euch das interessiert, bekommt ihr die Box 50% billiger. Das heißt, statt 4,95 für 9,95, glaube ich. Und könnt sie einfach mal ausprobieren für die Hälfte des Preises, was ich natürlich nicht schlecht finde. Bevor wir aber mit dem Unboxing beginnen, schaut jetzt auf jeden Fall oben in der Infobox vorbei. Es sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Es ist auf jeden Fall das Boxengewinnspiel online. Und schaut auf jeden Fall am Sonntag vorbei, denn da kommt auch ein Boxengewinnspiel online, da die U-Trimy-Box ja schon da ist. Das heißt, am Sonntag kommt die U-Trimy-Bestellung sozusagen online und dazu das Gewinnspiel. Also ich schaffe es tatsächlich mal, wenn ich die Fernaschni-Weltbox nicht bestellt habe, dass ich das Gewinnspiel tatsächlich in dem Monat auch noch online bringe, wo es sein soll. Habe ich bis jetzt noch nie geschafft mit der Fernaschni-Weltbox, da war es immer im Monat danach. So machen wir das jetzt, also am Sonntag auf jeden Fall einschalten. Und wer bei meinen anderen Gewinnspielen mitgemacht hat, auf jeden Fall bei dem Video von gestern vorbeischauen, weil da gab es auch einige Auslosungen. Ich glaube, 4 Gewinner gab es. Da auf jeden Fall vorbeischauen, also mega aus. Ja, und jetzt kommen wir aber zur Box. Die ist auf jeden Fall mega, mega schwer, also wirklich mega schwer. So schwere hatten wir, glaube ich, noch nie. Aufgeschnitten habe ich sie natürlich schon. Och, wie cool! Die habe ich auch tatsächlich noch nicht. Gab's die mal? Seht euch mal die schöne Box an. Oh, jetzt freue ich mich. Seht euch das an mit diesem Blumenmuster. Oh, echt schade, dass ich... Da habe ich drauf gespuckt, okay. Echt schade, dass ich die verpasst habe. Aber jetzt habe ich sie ja Gott sei Dank noch bekommen. Die sieht ja mega schön aus. Die kommt gleich ganz oben hin. Die sieht echt mega schön aus. Also ich habe ja schon auf den Thumbnails von meinen YouTube-Kolleginnen gesehen, wie die Box bei denen aussah. Aber die habe ich echt noch nicht gesehen. Die sieht echt mega schön aus. Da freue ich mich sehr darüber. Genau, die machen wir jetzt auf. Und es ist die Happy Moments Box, die auf jeden Fall wahnsinnig toll gefüllt ist. Und oh, da kommt schon was raus. Jetzt lese ich erstmal vor, was auf dem Zettel steht. Bereit für ein paar Happy Moments? Happiness, wir alle kennen das Wort. Und vor allem das Gefühl. Aber was ist Happiness? Sind es die Schmetterlinge im Bauch, wenn du die Liebe deines Lebens siehst? Das aufkommende Gefühl, wenn du dich traust, deinen Träumen zu folgen? Das Lächeln auf deinem Gesicht, wenn die Chefabteilung dir nach einem harten Arbeitstag ein Lob ausspricht? Oder ist es einfach der Geschmack der ersten Tasse Kaffee am Morgen? Happiness kommt in vielen Formen und es ist genauso individuell wie die Person, die es erlebt. In den nächsten Monaten stellen wir dir unser Konzept Happy Moments vor, bei dem wir gemeinsam die wunderschöne Vielfalt diverser Glücksmomente erkunden. Stay tuned. Dein Goodiebox-Team. Psst! Wir konnten es nicht aushalten, deshalb gibt es den ersten Happy Moment schon jetzt und hier in deiner Box. Schau mal nach, was für ein tolles extra Geschenk auf dich wartet. Und da wir auch Mutter Natur ein Glücksmoment schenken wollen, haben wir unsere alten Boxen recycelt und geben sie nach Zufallsprinzip und mit ganz viel Liebe an euch weiter. Also da habt ihr mir auf jeden Fall eine mega schöne Box geschickt und ich habe umsonst bzw. als Goodie bekommen eine Revlon Mascara. Das ist ja mega cool. Revlon Mega Multiplier. Ist das wasserfest?
Mascara. Nein, steht jetzt nicht da, weil blau ist ja meist wasserfest, aber da steht jetzt tatsächlich nichts da. Mega Multiplier. Kenne ich nicht tatsächlich, die habe ich auch noch nicht. Deswegen freue ich mich sehr, dass die drin ist, weil Revlon ist echt nicht schlecht. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Mega cool, dass ich eine Mascara drin habe. Da freue ich mich auf jeden Fall. Da haben wir dann die Produkte, die Produktkarte und bin schon gespannt. Also das erste Produkt war schon mal mega. Dann haben wir eine Dose. Wie cool! Rituals. The Ritual of Myrrh Energize Your Soul. Body Mousse to Oil. Sweet Orange and Cedarwood. Oh, riecht man das schon? Ein bisschen. Oh, cool! Oh, ich liebe Rituals. Ihr wisst es. 150 Milliliter sind es. Also ich denke, dass das eine Originalgröße ist. Ist ja mega. Ich glaube, es sind sehr viele Produkte dieses Mal. Full Size The Ritual of Myrrh Mousse to Oil. Kostet 12,50 Euro. Ist normal für Rituals. Freu dich auf die seidenweichste Haut aller Zeiten. Das Rituals of Myrrh Mousse to Oil ist ein Körpermousse, das sich auf magische Weise in eine zart nährende Ölschicht verwandelt. Es enthält reichhaltige Öle, belebende Süßorange und beruhigendes Zedernholz, das der Haut Feuchtigkeit spendet und ein seidenweiches, wohlduftendes Feeling verleiht. Vor Gebrauch gut schütteln, dann einen kleinen Klecks in die Handflächen geben und die Haut einmassieren. Ach, das ist echt cool. Oh, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich echt drauf. Ich liebe Rituals. Und von Rituals of Myrrh, glaube ich, habe ich auch noch nichts, wenn ich mich nicht alles täusche. Mega Produkt, das erste schon. Dann das zweite. Naubay. Von Naubay was. Principles Brighten Empathy Orange Vitamin C Body Milk. Lotion Corporal. 250 Milliliter auf jeden Fall. Das riecht auch noch orange. Kam schon ein bisschen was raus. Okay, das verwenden wir jetzt. Geht zwar nachher duschen. Für mich riecht das ein bisschen weihnachtlich. Für mich riecht das echt ein bisschen nach Lebkuchen oder so. Irgendwas mit Zimt. Milchreis. Milchreis mit Zimt, so riecht das. Oder ein bisschen Orange natürlich. Das riecht echt nach Milchreis mit Zimt. Sagt mir mal in den Kommentaren noch, was für euch das riecht, der wo die Box hat. Weil für mich riecht das echt nach Milchreis mit Zimt. Und Orange. Cool. Finde ich mega. Pflegt auf jeden Fall auch wahnsinnig gut. Fühlt sich sehr weich an und zieht auch echt schnell ein und klebt nicht. Sehr gut. Ich hasse es nämlich, wenn die kleben. Das ist natürlich auch eine Full-Size, habe ich mir schon gedacht, mit 250 ml. Naubay Brighten Orange Vitamin C Body Lotion. Okay, Brighten heißt es, dass die aufhält, die Haut, weil das wäre schlecht, wenn man braun werden will, oder? Oder ob das einfach nur glänzt. Ja, es glänzt aber jetzt nicht. Höchste Zeit, dich in eine Schicht von orangen Vitamin C zu hüllen. Was dir deine neue Körperlotion von Naubay bietet? Es ist eine leichte Feuchtigkeitscreme mit sehr viel Vitamin C und natürlichem Avocado- und Olivenöl. Sie strafft, sorgt für Elastizität und versorgt deine Haut mit intensiver und langanhaltender Feuchtigkeit. Noch dazu duftet sie einfach himmlisch. Also duften tut sie echt gut. Nach Milchreis. Für mich riecht die eindeutig nach Milchreis. Komisch, aber es ist so. Also jedenfalls der Milchreis, den meine Mama immer gemacht hat. Preis habe ich gesagt, oder? 15 Euro kostet die. Also haben wir schon mal einen Wert von 27,50 mit zwei Produkten. Und die Box hat bloß 19,95 gekostet. Mega. Dann haben wir etwas Kleines, eine Tube. Und zwar, von The Cure wieder was. A Barrier Booster Vitamin D Barrier Drops. Jetzt so nicht viel drauf auf Deutsch, müssen wir leider nachlesen. The Cure Vitamin D Barrier Drops. Ah, okay. UVP ist jetzt auf 85 Euro gestanden, aber das ist die Originalgröße mit 30 Milliliter. Das sind ja plus 7 Milliliter. Kosten aber 33 Euro. Diese kleine Tube, die muss echt wundervoll wirken. Drops. Klingt fast wie guter alter 90er Hip-Hop, oder? Glücklicherweise ist eines dieser Produkte von The Cure nicht alt. Ganz im Gegenteil, es ist eine fortschrittliche Serum-Emulsion, angereichert aus Shiitake-Pilz, Reishi und Kombucha. Das hört sich sehr exotisch an. Das Kombucha-Schwarztee-Ferment wirkt als Präbiotikum, um das natürliche Mikrobiom der Haut zu verbessern. Es fühlt sich samtig weich an und enthält einen hohen Anteil an Vitamin D. Das Serum hilft, die natürliche Barriere der Haut zu stärken, ihre Widerstandsfähigkeit aufzubauen und die Haut vor umweltbedingten Aggressoren und Stressbedingungen zu schützen. Verteile das Serum morgens und abends nach der Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté. Oder mische ein paar Tropfen mit deiner Lieblingscreme. Es ist für alle Hauttypen geeignet. Gut, bin ich mega gespannt. Es hört sich echt interessant an. Da braucht man echt fast ein Medizinstudium dazu. Mikrobiom der Haut und was weiß ich. Interessant. Ja, werde ich sehr gerne verwenden. Von The Cure hatten wir ja auch schon einiges drin und bis jetzt hatte ich nicht schlechtes. Also ich habe tatsächlich bis jetzt, ich glaube, nie was Schlechtes aus der Goodie Box. Kann mich jedenfalls nicht erinnern. Dann haben wir etwas Richtiges und zwar von CRT, wieder was von CRT, wie schön. Everyday Vacay Coconut Lip Oil. Non-Techy Texture.
Also kein klebriges Gefühl dann auf den Lippen. Finde ich sehr gut. Aber Öl ist ja auch nicht klebrig, oder? Sieht auf jeden Fall mega schön aus. Seht euch das an. Gucken wir mal, was das für eine Spitze hat. Ja, aber es hat auch so eine Gummispitze. So eine Silikonspitze finde ich toll. Ich liebe so Silikonspitzen. Da habe ich gerade von Rituals einen und das liebe ich. Mega. Das wird immer besser. 33 Euro ein Goodie. 27,50. Das sind jetzt 55,50. Und eine Mascara dazu. Okay. Teuer. Das ist auf jeden Fall von CRT London Everyday Vacay Coconut Lip Oil. Kostet auch 15,50. Die Box, die wird ja immer besser. 15,50 kostet, würde ich tatsächlich so nicht kaufen. Ich gebe es ehrlich zu. Aber wenn es in der Box ist, sage ich natürlich nicht. Kein großer Fan von Lipgloss, weil er einen klebrigen Ruf hat. Nun, damit ist jetzt Schluss. Denn der Everyday Vacay Coconut Lip Oil von CRT London verleiht dir glänzende Lippen ohne zu kleben. Die einzigartige Mischung aus Kokosnuss, Jojoba und Avocadoölen versorgt deine Lippen mit Feuchtigkeit und macht sie super geschmeidig. Das wird, ja, das wird echt immer besser. Jetzt haben wir fürs Gesicht was, wir haben zwei Sachen für den Körper, wir haben dekorative Kosmetik, wir haben Lippenpflege. Aber das waren jetzt eigentlich vier Produkte. Wenn das eine Goodie war, müsste noch eins drin sein, glaube ich. Aber ich erfülle auf jeden Fall zwei. Ein Goodie und noch ein extra Produkt. Alter. Auf jeden Fall haben wir jetzt. Das ist ja eine. Das ist echt eine geile Farbe. Ja, das ist ein schönes Pink. Die sieht echt toll aus. Pink ist ja jetzt, beziehungsweise so Neonfarben sind jetzt mega im Trend, auch so unterschiedlich neonfarbene Nägel sind mega im Trend. Ist jetzt nicht meins, muss ich ehrlich zugeben. Den würde ich aber tatsächlich tragen. Passt jetzt sogar zu meinem Urteil. würde ich tatsächlich sogar tragen, wenn ich dürfte. Aber wie gesagt, ich arbeite im Rettungsdienst, kann relativ selten einen Nagellack tragen, eigentlich nur, wenn ich Urlaub habe, weil mir das einfach zu blöd ist, dass ich, wenn ich 5 Tage arbeite, für 2 Tage dann Nagellack drauf tue und den dann nach 2 Tagen wieder entferne. Mag ich nicht. Ist mir auch zu viel Arbeit und deswegen wird der auf jeden Fall zu euch in die Verlosung wandern. Habe ich schon mal ein Verlosungsprodukt für euch, obwohl es echt eine schöne Farbe ist. Looking Super Juicy. Full Size Nails Ink, habe ich mir gedacht, dass das eine Full Size ist. Looking Super Juicy Nail Polish. Kostet auch 11 Euro, wissen wir ja, dass die nicht billig sind und die sind auch echt gut, die Nagellacke. Die coolste Nagellackfarbe des Sommers ist da. Und zwar in einem trendigen Watermelon Pink. Und gleichfarbig. Jawohl, der Lack duftet sogar nach Wasser. Ernsthaft? Jetzt will ich dran riechen. Aber ich rieche nicht dran, weil der geht an euch. Das mache ich nicht. Sag mir mal unten in den Kommentaren, ob der tatsächlich noch Wassermelone gerochen hat. Würde mich mega interessieren. Um all deine Sinne zu beleben, angereichert mit Vitamin C und anderen essentiellen Ölen, verleiht er deinen Nägeln einen gesunden Glanz. Der Lack hat zudem einen patentierten Pinsel, den es exklusiv nur bei Nails Inc. gibt. Ergonomisch designt, um sich deiner Nagelform problemlos anzupassen und wiederholtes Überlackieren zu minimieren. So gelingt dir das makellose Finish easy peasy. Cool! Das finde ich echt cool. Gefällt mir. Ich glaube, das ist ein Deckel. Ja, genau, das kann man runterziehen. Das finde ich immer. Ich fände das cooler, wenn das so ganz ist, aber egal. Nein, mega coole Farbe. Ich würde jetzt echt gerne wissen, ob der noch Wassermelone riecht, aber ich rieche natürlich nicht dran, wenn der an euch geht. Mache ich nicht. Und dann ist noch ein Produkt drin. Nein, es sind 2 Produkte drin. Ich habe eins über nicht erspürt. Das erste, was wir haben, ist einmal von Marlin & Götz. Eukalyptus Deodorant. Die wird das so, das sieht bei mir durchsichtig aus und ist, glaube ich, ein bisschen zerflossen. Aber der ist wieder fest. Wird auf jeden Fall gleich wieder. Riecht auf jeden Fall nach Minze, pflegt auf jeden Fall, das sehe ich jetzt schon. Der sieht aber irgendwie ein bisschen komisch bei mir aus. Sieht der bei euch auch so komisch aus? Und der wird sehr leicht flüssig auf jeden Fall. Ich mache den jetzt dabei mal zu. Vielleicht frage ich mal einen meiner YouTube-Kolleginnen, ob das bei ihnen auch so aussieht. Ist wahrscheinlich zu lange in der Hitze gewesen. Passiert bei den Temperaturen. Aber Eukalyptus Deo finde ich mega interessant. Ich liebe Eukalyptus, ich liebe Minze. Werde ich auf jeden Fall probieren. Marlin & Götz Eukalyptus Deo. Das sind jetzt 18 Gramm. Kosten 2,50 Euro. Okay, ist die kleine Größe. Die Originalgröße kostet 24 Euro und das sind 73 Gramm. Ist ein teures Deo. Würde ich so wahrscheinlich jetzt auch nicht kaufen, wenn es nicht wahnsinnig gut ist. Glaubst du an Liebe auf den ersten Wish? Gewiss mit diesem transluzenten Deo-Stick von Marlin & Götz. Nicht umsonst ist die Marke seit über 10 Jahren der Bestseller Nummer 1 und deren Eukalyptus-Deo hat es echt drauf. Okay, muss ja gut sein. Bin ich gespannt. Es ist mit natürlichem Eukalyptus angereichert, um Gerüche zu neutralisieren. Es lässt sich super leicht und ohne Rückstände auftragen und deine Achseln bleiben den ganzen Tag über frisch. Geeignet für alle Hauttypen, besonders für empfindliche Haut. Es ist vegan, tierversuchsfrei und für die tägliche Anwendung geeignet. Cool! Das finde ich echt cool. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, und das war jetzt Produkt Nummer 7. Und jetzt kommt das letzte Produkt, Produkt Nummer 8. Das heißt, wir haben tatsächlich auch Produkte drin. Mega. Und zwar von Shave Safe Woman Shaving Gel für all Skin Types, also für jeden Hauttyp. 100 Milliliter sind das. Ah, ist ein skandinavisches Produkt. Interessant. Natürlich alles auf Englisch.
lesen wir gleich, was in der Beschreibung steht. Ich hatte tatsächlich, glaube ich, noch kein Rasiergel. Schaum ja, Wachs ja, Enthaarungscreme ja, aber kein Gel. Shave Safe Woman Shaving Gel. 17,30 Euro spinnen die. Ist aber ein Full Size. Werde ich nicht kaufen. Gebe ich auch wieder zu. Würde ich nicht kaufen. Rasieren ist dein Ding. Dann ist dein hochwertiges Gel ein Muss, so dass deine Rasierer sanft über die Haut gleiten kann. Mit diesem Shave Safe Rasiergel sind eingewachsene Haare, Unebenheiten und Juckreiz endlich passé. Und deine Haut wird stattdessen geschmeidig, glatt und frei von Irritationen. Du kannst es für die Intimrasur zum Rasieren deine Beine, Arme und sogar im Gesicht verwenden. Da ist keinerlei Parfüm oder Farbstoff enthalten. Das finde ich auch cool. Ja, die meisten mögen ja Farbstoffe gar nicht und ich muss. Ich bin ehrlich, im Rasiergel muss es für mich jetzt auch nicht unbedingt sein, beziehungsweise Rasierprodukten allgemein. Werde ich sehr gerne testen, bin ich mega gespannt drauf. Ich meine, das muss für das Geld auf jeden Fall auch echt mega sein. Dann gehen wir nochmal durch. Also ich glaube, dass die Box einen mega Wert hat. Einen mega, mega tollen Wert, weil was da jetzt drin war, ich schreibe es euch auf jeden Fall hier unten hin, was das für ein Wert ist. Wir hatten einmal das Rasiergel, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Einmal das Rituals Moist Oil. Ich glaube, da brauche ich nichts dazu sagen. Ich liebe Rituals. Dann einmal das nach Milchreis mit Zimt und Orange duftende Bodylotion. Auf jeden Fall auch meins. Ich liebe Milchreis, ich liebe Orange und ich liebe Zimt. Deswegen passt das auf jeden Fall. Dann bin ich auf jeden Fall auch gespannt auf diesen CRT Every Bouquet Coconut Lip Oil. Ich glaube, Lippenöl habe ich gar nicht. Werde ich auf jeden Fall sehr gerne testen. Dann einmal, wo ich auch sehr gespannt drauf bin, ist das Eukalyptus-Deo. Ich hatte noch nie ein Eukalyptus-Deo, aber ich werde es sehr gerne testen. Dann einmal von The Cure das Serum. Bin ich gespannt, ob das tatsächlich das macht, was es verspricht. Dann wäre es natürlich mega. Dann einmal den Nagellack, der an euch geht, mit Wassermelonenduft und Wassermelonenfarbe natürlich. Finde ich auch echt toll, aber wie gesagt, ich trage keinen Nagellack und deswegen ist es nur fair, wenn der an euch geht, auch wenn er nach Wassermelone duftet. Ich würde ihn so gerne, ich würde echt so gerne dran riechen. Und dann noch eine mega Mascara als Gratis-Produkt. Acht wahnsinnig tolle Produkte. Also ich verstehe tatsächlich, also die sich die Goodiebox aussuchen durfte, die hat natürlich vorher ein Unboxing gesehen und die wusste natürlich, was da drin ist und da verstehe ich tatsächlich, dass sie die Box wollte. Hat sich das Warten auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Mega Box und ich finde die auch so toll. Die sieht einfach so schön aus. Ich bin echt froh, dass ich die Blumenbox bekommen habe. Mega, also ich habe sie tatsächlich noch nicht. Toll, finde ich einfach toll. Beide Daumen nach oben, wenn ich jetzt einen dritten hätte und einen vierten, würde ich die auch noch hoch. Das war es auf jeden Fall wieder mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich wieder sehr gerne einen Daumen nach oben lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, ob der Nagellack tatsächlich auch noch Wassermelone riecht und für was, nach was für euch die Body Milk riecht, würde mich sehr interessieren. Vielleicht habe ich bloß einen komischen Geschmackssinn, Geruchssinn, kann auch sein. Und ihr könnt mich natürlich auch kostenlos abonnieren, wenn ihr kein Abo mehr verpassen wollt. Auch kein Gewinnspiel, wie gesagt, am Sonntag kommt eins online. Und es ist auch noch eins online, da könnt ihr auch gleich vorbeischauen. Und einfach unten auf den Abonnieren-Button drücken. Und wenn ihr gar keins mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch die Glocke aktivieren. Das kostet auch nichts. Einfach draufklicken und dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn von mir ein neues Video online kommt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also Mittwoch. Bis dann. Tschüss.